Ja, damit blicken wir auf die Corona-Zahlen. Sie sind weiter auf Rekordhöhe. Seit gestern hat das Robert-Koch-Institut 262.593 Neuinfektionen registriert. So viele wie noch nie in der Pandemie. Die 7-Tage-Inzidenz ebenfalls auf einen neuen Rekordwert gestiegen. 1.607,1. Die Hospitalisierungsrate mittlerweile bei 7,21. Und das RKI meldete außerdem 269 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.